Hallo und herzlich willkommen zu diesem Urlaubsliebhaber-Video. Heute für euch die 10 teuersten Touristenstädte weltweit. Zuallererst erkläre ich euch natürlich, wie dieses Ranking entstanden ist. Wonach wurden die Städte ausgewählt? Ganz einfach. TripAdvisor hat einen Reiseindex für 40 Metropolen weltweit erstellt. Dieser vergleicht die folgenden Durchschnittspreise. Erstens den Preis für eine Übernachtung im Doppelzimmer in einem 4-Sterne-Hotel in der jeweiligen Stadt. Zweitens den Preis für eine ca. 3 Kilometer lange Taxifahrt. Drittens den Preis für ein Abendessen mit Vorspeise, Hauptgang und einer Flasche Weißwein in einem Mittelklasse-Restaurant. Und zu guter Letzt viertens den Preis für 2 Cocktails, genauer gesagt klassische Dry Martinis, in einem 5-Sterne-Hotel. Und schon geht's auch schon los mit der Liste. Auf Platz 10 finden wir Punta Cana. Punta Cana ist Teil der Dominikanischen Republik. Die Republik gilt eigentlich als günstiges Reiseziel, aber nicht Punta Cana. Exklusiver Pauschaltourismus machen den Badeort so teuer. Für eure Übernachtung im 4-Sterne-Hotel zahlt ihr im Schnitt knapp 256 Euro. Für die Taxifahrt gut 20 Euro. Für ein Abendessen zu zweit 41 Euro. Und für Cocktails zu zweit 17 Euro. Summa summarum kommen wir dadurch auf gut 334 Euro für eine Übernachtung für 2 Personen. Gar nicht so günstig, oder? Und es wird noch viel teurer. Platz Nummer 9. Cancun, Mexiko. Wir bleiben direkt auf dem amerikanischen Doppelkontinent. Für das 4-Sterne-Hotel zahlt ihr hier 243 Euro, für die Taxifahrt 15,50, für ein Abendessen für 2 Personen 61,50 und für Cocktails für 2 18 Euro. Insgesamt macht das knapp 338 Euro pro Nacht. Platz Nummer 8. Die erste, aber noch lange nicht letzte skandinavische Stadt in diesem Ranking. Kopenhagen, Dänemark. Für das Hotel zahlt ihr hier im Schnitt gerade einmal 168 Euro, das geht also vergleichsweise. Für die Taxifahrt dafür knapp 30 Euro, für ein Abendessen für 2 114 Euro und für Cocktails für 2 28,50 Euro. Das Hotel selbst ist also vergleichsweise günstig, aber alles andere dafür umso teurer. Auf Platz 7 finden wir die drittmeistbesuchte Stadt der Welt und bleiben in Europa. Es geht um London, Teil des Vereinigten Königreichs. Für das 4-Sterne-Hotel zahlt ihr gut 207 Euro, für die Taxifahrt knapp 32 Euro, wodurch das die teuerste Taxifahrt in unserem Ranking ist. Für das Abendessen für 2 zahlt ihr 78 Euro und für Cocktails für 2 28,50 Euro. Summa summarum kommen wir dann auf 346 Euro pro Nacht für 2 Personen. Und wir kommen zu Platz 6, einer weiteren englischsprachigen Stadt, nämlich Sydney in Australien. Für die Hotelübernachtung zahlt ihr 177 Euro, für die Taxifahrt 18,50, für das Abendessen für 2 128 Euro und für Cocktails 28,41 Euro. Insgesamt macht das 352,5 Euro pro Nacht. Und die Nummer 5, zurück nach Europa und die siebtmeistbesuchte Stadt der Welt. Paris, die Stadt der Liebe. Für die Hotelübernachtung zahlt ihr 247 Euro, für die Taxifahrt 13,60 Euro, für ein Abendessen für 2 80,33 Euro und für Cocktails für 2 über 50,50 Euro. Mit Abstand am teuersten in dieser Kategorie. Paris ist eben nicht nur Stadt der Liebe, sondern auch die Stadt des Geldes. Beim Geld bleiben wir, kommen nämlich auf Platz 4 zu New York City, der achtmeistbesuchten Stadt der Welt. Nirgends ist eine Hotelübernachtung so teuer wie hier. Diese schlägt nämlich mit 290 Euro pro Nacht zu Buche. Die Taxifahrt kostet euch ca. 17,50 Euro, ein Abendessen für 2 gut 62 Euro und Cocktails für 2 knapp 25 Euro. Insgesamt macht das 395 Euro. Nun sind wir auf dem Treppchen angelangt und wir kommen zurück nach Europa. Wer hätte es gedacht? Hier ist Urlaub machen teuer. Platz Nummer 3. Stockholm, Schweden. Wieder einmal skandinavisch. Die zweite Stadt nach Kopenhagen. Für die Hotelübernachtung zahlt ihr 186 Euro, für eine Taxifahrt knapp 21 Euro, für das Abendessen für 2 Personen etwa 160 Euro und für Cocktails für 2 knapp 32 Euro, ebenfalls sehr teuer. Insgesamt macht das knapp 399 Euro pro Nacht. Und die Nummer 2, wieder europäisch, Zürich, Schweiz. Für die Hotelübernachtung zahlt ihr 229 Euro, Taxifahrt knapp 30 Euro, Abendessen für 2, knapp 116 Euro, Cocktails für 2, knapp 27 Euro. Insgesamt über 401 Euro pro Nacht. Die Spannung steigt, wer verbirgt sich auf Platz 1? Es ist die 6. europäische Stadt in unserem Ranking und die 3. skandinavische Stadt. Es geht um Oslo.
In Oslo zahlt ihr für eure 4-Sterne-Übernachtung 176 Euro, für die Taxifahrt 22 Euro und für Cocktails für zwei 34,67 Euro. Das klingt jetzt im Vergleich zu den anderen Städten gar nicht mal so teuer. Aber die Restaurants haben es in sich. Für das Beispielessen von Vorspeise, Hauptspeise und einem Weißwein in einem mittelpreisigen Restaurant zahlt ihr in Oslo im Schnitt über 211 Euro. Wodurch Oslo natürlich mit Abstand am teuersten in dieser Kategorie ist. Eine Übernachtung schlägt mit etwa 444 Euro zu Buche. Wow! Natürlich könnt ihr auch Urlaub in all diesen Städten machen und deutlich weniger Geld dafür ausgeben. Dabei helfen wir euch sehr gerne, zum Beispiel mit unserem Vergleichsrechner hotels.urlaubsliebhaber.de, über den ihr euer Hotel sehr günstig buchen und verschiedene Webseiten miteinander vergleichen könnt. Wenn euch solche Videos gefallen, dann abonniert doch unseren Kanal und schaut auch mal in die anderen Videos rein. Wir haben zum Beispiel eine Folge mit Städtetipps zu London gemacht, zu Paris haben wir ein Video gemacht, zu New York und zu Stockholm auch und zu Zürich auch. Also da ist wahrscheinlich für jeden was dabei. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören und Anschauen. Bis dahin, macht's gut, liebe Grüße, euer Urlaubsliebhaber.